Ja, hallo Leute. Wie ihr seht an meinem Outfit, geht es heute zum Weihnachtsmarkt und zwar nach Dortmund. Wir fahren hier von Kiesbe aus mit dem Bus, steigen dann in den Zug und dann werden wir einen schönen Tag in Dortmund verleben, so denke ich. Also kommt mit, ich lade euch ein. Viel Spaß mit dem Film. So, wir sitzen jetzt im Bus. Und sind sozusagen auf dem Wege. So, jetzt sind wir hier volle Möhre in Brügge am Bahnhof. Manuela, Effi, Sonja, Florian, Charlie. Wir mit der Zukunft. Hallo, ich bin auch richtig bekloppt, Alter, ne? Ey! Ich komme in der Stunde nach. Schnell! So, jetzt sitzen wir hier im Stangenbus. Ey! Stangenbus? Also, hier mit dir alleine sein, wa? Ja, na klar! Ja. Alle hinter der Mauer, Lutz. Ich soll euch von Jacqueline Logemann grüßen und ihrem Verlobten. Ja, wir fahren gerade in den Hauptbahnhof ein. Und seht ihr schon den Weihnachtsbaum? Das ist alles leer gefegt, das ganze Gebäude. Er macht Aufklärung hier. Hier, da bin ich. Ja, mit dem Foto machen, müssen wir auch Flyer mitnehmen. Gib ihm keine. Guck mal. Ja, für die blaue Mülltonne. Ja, jetzt sind wir in Dortmund und wollen jetzt auf den Weihnachtsmarkt. Schauen wir ganz einfach mal. Ja, jetzt sind wir bei der großen Tanne. Genau, wir gehen jetzt Glühwein trinken. Glühwein und Ecknöck und all so ein Scheiß, das gibt es jetzt alles hier vorne. Ich würde mal die Almhütte empfehlen. Salute. Salute. Eierpunsch. Mit Kolonien. Ja, von dieser Punschhütte haben wir uns jetzt verabschiedet und gehen jetzt mal weiter. Hier, Zwergenrennen. Hier ist der Weihnachtsmann. Ich bin so Christkind.
Aufgeregt? Ja, ne? Dann sagst du mal Hallo Christkind. Ja. Heute ziemlich nasse Angelegenheit. Aber dafür sind auch nicht so viele Leute da. Und das ist für einen Sonntag, für den ersten Advent, recht erstaunlich. Ja, Dortmund soll die Stadt des Bieres sein. Wir suchen jetzt mal, ob wir welches finden. Ich habe da gerade hinten gesehen, da ist ein Brauereiausschank. Wollen wir gucken, ob wir Glück haben. Also hier ist ein Brauereiausschank und es könnte vielleicht, dass wir Glück haben, dass es hier Bier gibt. Ja, wir haben hier Bier gekriegt. Ja, genau. Da bist du very well am Zapfen. Dann glaube ich, sind wir durch, oder? Ja, Cola habe ich bestellt. Wäre ja noch schöner, wenn wir in Dortmund kein Bier kriegen können. Oh, junger Mann. Hm? Hätte ich gerne noch ein Bier, bitte? Ja, hier haben wir unser Bier jetzt getrunken und jetzt geht es weiter. Ja, die andere Weise soll lange stehen bleiben. Genau, soll sie bleiben oder fährt man weg. Das hier gibt es die leckeren Aalbrötchen. Gehe ich gerne immer hin. Schmeckt wirklich gut. Aalbrötchen. Ja, hier ist überall was los in Dortmund. Und Schippi, ein bisschen Kettenkarussell fahren hier. Nee, danke. Nein. Ah, es ist ganz fies jetzt, es regnet aus Eimern. Da
Da stehen ja die, die da immer stehen. Ja, Charlie, sehr ja schöner. Ja, ja. Ihr seid ja alle so nass, habt ihr geduscht? So ein Wahrzeichen von Dortmund sind diese Nashörner. Die heißen so, weil die die Nase vorn haben. Das sind geflügelte Nashörner. Aber bei dem Regen sind die auch ganz schön nass. So, jetzt sind wir hier in einem very nice Glühweinstand. Wo sind die anderen denn da? Okay. Und der Rainer? Ich habe hier noch einen Glühwein. Hallo, wer fehlt noch? Daniel, okay. Okay. Das Schöne ist, wir haben jetzt hier Blinklicht. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Jetzt gibt es noch einen Ziesel. Hör mal. Wird da hinten gerade gezappelt drin. Tu den Zucker beiseite. Ist ja doch toll. Der erste DCGSBEV kriegt einen ausgetan. Wie heißt das? Gut Dat, oder? Gut Dat, genau. Das ist Nusslikör. Das ist Nusslikör, ne? Jawohl. Okay. War das Aufbruch oder was? Ja. Gut. Ja. Und eine Bier. Müssen wir auch. Eine Tasse. Ich meine Strecke. Ja, total. Ach, du machst aus. Aus Holstein mit Leser geschrieben. 15,50 €. 1A. Ja, komm her.
will doch nicht rein. So, machen wir den mal für einen Fünfer Freundschaftspreis. Leber Creme immer noch ein Fünfer. Dann ist Koch mit immer noch ein Fünfer. Da kommen wir, dann machen wir nochmal hier so einen schönen Gewürfelten rein. Immer noch ein Fünfer und ein Laberstückchen auch noch. Leute, probiert die schöne Ware. Heute wird 37 Euro eingepackt für 10 Euro. Alles wuselt hier noch auf dem Weihnachtsmarkt rum. Immer die das rüberzieht. Ist das scheiß langweilig, kein Alkohol hier. Oh. Ja, jetzt sind wir noch einmal bei Brinkhoffs eingekehrt und trinken hier noch ein lecker Absackerbier. Der Besuch des Dortmunder Weihnachtsmarktes ist nun zu Ende. Wir begeben uns jetzt zum Hauptbahnhof und fahren zurück ins Sauerland. Wenn euch der Film gefallen hat, guckt euch nochmal an. Wiedersehen und wir sehen uns beim nächsten Film.